Welcome back to another German Food Review and it's Pringles time. Pringles, hot and spicy. Yeah, I hope it is hot and spicy. I expected hot and spicy. I hope it is. So price for that one, €1.29 reduced. Regular price is over €2 for 190 gram. Mm-hmm. Buy two cans and get a movie. Uh-huh. Oops, I'm sorry. Calories first. 510, 32% of fat, nothing wrong here, 1.6% of salt, also okay for chips. Yeah, looks fine, and carbs of course. Wow, oh, that looks confusing, let me check this off camera. But here's UK, hot and spicy flavor, savory snack. Yes, flavor enhancer, there are flavor enhancer in it, here, flavor enhancer. A lot of them. Okay, whey powder, yeast powder, and more. Where is the jalapeno extract? Okay, so I guess it is hot and spicy, and I really hope that is there more chili powder, yes, and garlic and color, paprika extract. Mm-hmm. Yeah. That's it. Let's open it. Really? Come on, that's not a good presentation here. Go away. Damaged one. What's wrong with the seasoning? Huh? Just this ship here? No, it's a pattern. Look at this. There's seasoning on this side, but not on this side. What the heck? No idea. Well, there is quite a lot of seasoning. And there's nothing. That's interesting. Okay, let's try it. Here we go. Salty. Damn salty. Yeah. That's a lot of seasoning on one side. That was too much. Let's get a few more out here. Let's check them. Okay, it gets better and better. Well, something is wrong here. I mean, look at this. There's a little bit of seasoning, and here's nothing. Not sure. Well, let's try it again. Here we go. Mm-hmm. Chips quality is fine. Very crunchy. And stable. Let's break them. Oh, that's good. Is it really hot? No, it's not. But it's hot. Tear. Than other chips. Oh, and it's damn salty. Okay, let me lick this off here. Oh yeah, there's just way too much powder on one side. Yeah. No idea how that tastes like. It's salty and something else. Just a mix. Here we go. Something is wrong. Yeah, what do you think about that? Is that always the case? No idea. Very strange. Okay, let's eat two at once. Here we go. Well, there's definitely too much powder on it. You can feel the powder. It's like eating powdered sugar. Just a little more spicy. But I like the stuff. It's good. It's not really hot. Okay, now it... Wait a second. Takes a while. Yeah. Medium hot. Ooh, nice chips. But this here is not good. Yeah, it is definitely spicy.
and hot. Yeah, could be hotter for me, but I guess it's okay. And it's okay. But they should fix the powder problem here. I mean, compare this here. That's not fair. No, that's this one here. Oh, okay, also a little bit on it. Really strange. Last one. But very intense. Flavor, whatever it is, it's just spicy. Thumbs up for Pringles. And for €1.29, that's a good deal. Yeah, tasty chips, salty, hot. €1.29, reduced. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt Pringles. Und zwar hot and spicy. Hatte ich noch nie. Und ich mag ja hot und spicy auch. Also habe ich die mal genommen. Ja, die waren da auch gerade runtergesetzt im Edeka, im Bahnhof Friedrichstraße auf 1,29. So toll sind die dann auch bei Lidl. Und sonst kosten die über 2,15. Deshalb habe ich da einfach mal die Packung genommen, weil ich da gerade vorbeigelaufen bin. Okay. So, und was ist hier falsch? Damit fangen wir einfach mal an, bevor wir uns das Zeug hier angucken. Kennt ihr diese Chips? Sollen die immer so aussehen? Auf der Seite hier ist mega viel Pulver. Auf der Seite ist gar nichts. Soll das so sein? Vielleicht ist das auch eine Strategie oder so, aber das fühlt sich richtig komisch an. Der erste war kaputt. Keine gute Präsentation, wenn der erste gleich so aussieht. Aber okay. Was ist es denn eigentlich? Ein Knabbergebäck. Scharf und würzig. Kartoffelpüree-Pulver. Mhm. Ja, und da sind natürlich Geschmacksverstärker drin. Hier, Geschmacksverstärker. Welche denn? Mononatriumglutamat. Und die anderen, die ich nicht aussprechen will. Okay. Gekörnte Brühe. Ja. Und Jalapeno-Extrakt. Und Chili-Pulver. Knoblauchpulver und so weiter. Raucharoma. So, sehr viel Aromen plus Geschmacksverstärker und 1,6% Salz. So, davon kann man ausgehen, dass es sehr salzig sein wird. Wenn es schon so hoch in Salz ist und dann noch Geschmacksverstärker drin sind, ist es meistens sehr salzig. Und das ist ja auch der Fall. 32% Fett, ja, schon ein bisschen höher als der Standard, als quasi Standard. 30 wäre so normal, 32 ist halt ein bisschen höher, 28 wäre ein bisschen weniger. Und ein bisschen Protein und Kohlenhydrate. Okay. Ja, hier seht ihr das noch. Sieht irgendwie komisch aus. Vielleicht soll das so sein, keine Ahnung. Kennt ihr die? Sehen die bei euch auch so aus? Irgendwie kommt mir das ein bisschen sehr komisch vor. Unregelmäßig verteilt hier. Ja, der hat wenig. Der hat viel, viel mehr. Here we go. Fühlt sich auch ein bisschen strange an beim Essen. Ist halt, wenn da Puderzucker drauf ist. Allerdings schmeckt es wie würziger Puderzucker. Aber insgesamt ist das hier schon, ja, schmeckt okay. Schmeckt einfach nur würzig. Ja, so wie sein soll eigentlich. Allerdings könnte es ein bisschen schärfer sein für mich, aber ja, muss nicht unbedingt. Könnte, muss aber nicht. Brennt nur ein bisschen, ganz wenig. Aber schmeckt richtig würzig nach. Das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach nur, ja, als wenn man an der Brühe lutscht oder so. Ein bisschen würzigere Brühe noch. Here we go. Der hat aber nicht viel abbekommen. Ja, Chips sind auch gut. Schön stabil. Und schön knackig. Gefällt mir diesmal richtig gut. Und ist definitiv spicy. 100% Hot, okay. Das kommt immer darauf an, was man unter Hot versteht. Man könnte schon sagen, es ist Hot. Aber es brennt jetzt nicht so oder so. Here we go. Ja. Wie gesagt, mich würde interessieren, ob die immer so aussehen. Das wäre interessant. Geschmacklich finde ich es ganz gut. Einfach nur irgendein Gewürzmix. Plus schöne Chips. Kann man definitiv essen. Here we go. Und wenn ihr zwei kauft, dann könnt ihr einen Movi bekommen. Was auch immer. Ja, für 1,29 ist das sogar ein richtig super Angebot. Wenn man die mit den anderen vergleicht, sind die ein bisschen besser. Von den Chips her. Mit diesen günstigen, wie heißen denn, Stapelchips sind das ja. Nehmen wir.
Ja. Lockern dann rum. Schmeckt ganz gut. Oh, ist verdammt würzig. Da ist auch richtig viel Pulver drauf. Ungewohnt. Aber es gefällt mir. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.